Ja, und damit hallihallo Freunde, zurück beim Let's Play Together. Phoenix Wright Ace Attorney mit dem halbnackten NRW über 18. Was? Du hast gesagt, du sitzt hier ohne Hose. Das wäre mir neu. Aber nun gut, Freunde. Lassen wir den Kelvin mal in seinen Fantasien schwelgen und machen jetzt hier weiter. Und ich bin in den ersten Teilen jetzt hier noch, keine Sorge, immer wieder noch ein bisschen an den Soundanstellungen am Feilen. Das heißt, dass das Optimum dann erreicht ist von meiner Lautstärke, Kelvins Lautstärke und die Lautstärke des Spieles. Aber ich glaube, mittlerweile habe ich auch schon einen guten Treffer erzielt, deswegen, ja, so viel Informationen nochmal am Rande. So, wir müssen jetzt, soll ich abwarten oder nicht antworten lassen? Ich bin dafür, den nicht quatschen zu lassen. Machen wir das. Mein Mandant wusste nicht, dass das Opfer sich mit anderen Männern getroffen hat. Nein, diese Frage hat mit dem Fall nichts zu tun. Oh Mann. Zuck. Ja, hab ich doch. Mann, Nick, was soll denn das heißen? Irrelevant. Diese Kuh hat mich beschissen. Womit? Das überlebe ich nicht. Ich falle gleich tot um. Genau. Und wenn ich sie in einem späteren Leben treffe, dann gehe ich der Sache auf den Grund. Wenn. Buff. Lassen Sie uns von der Verhandlung fort... Lassen Sie uns mit der Verhandlung fortfahren. In Ordnung. Okay. Ich halte das Motiv des Angeklagten für eindeutig. Ja, ziemlich. Oh Mann, das sieht gar nicht gut aus. Nächste Frage. Sie gingen am Tag des Mordes zur Wohnung des Opfers, nicht wahr? Nun, ja oder nein? Ja, vielleicht auch nicht. Oh je, er war da. Was jetzt? Tja. Lügen oder stibitzen? Vor Gericht darf man nicht lügen, also ehrlich antworten lassen. Kannst ja mal speichern. Ja, genau. Geht's das nicht. An Leighton. Ah, ich hab's. Ich geb ihm ein Zeichen. Hokus pokus filibus. Sag die Wahrheit. Ich zeig jetzt einfach nur mit meinem nackten Finger auf den und sag überhaupt nichts. Ich hätte ihm ein Zeichen gegeben. Und der Anwalt fragt sich gerade, was macht der da? Ja, ich war da. Ich bin hingegangen. Applaus, Applaus, Applaus. Buff. Ruhe. Oh. Nun, Herr Butz. Mann, bleib cool. Sie war nicht da, Mann. Also habe ich sie auch nicht gesehen. Kabusch. Euer Ehren, der Angeklagte lügt. Er lügt. Die Anklage würde gerne einen Zeugen aufrufen, der beweisen kann, dass Herr Butz lügt. Nun, das macht die Sache einfacher. Wer ist der Zeuge? Der Mann, der die Leiche des Opfers gefunden hat. Kurz bevor er den grausamen Fund machte, hat er gesehen, wie der Angeklagte vom Tatort geflohen ist. Rabusch, rabusch, rabusch. Ruhe! Ruhe im Gerichtssaal! Herr Payne, die Anklage darf Ihren Zeugen aufrufen. Ja, euer Ehren. Das sieht schlecht aus. Ui, ui, ui. Was kannst du eigentlich? Am Tag des Mordes hat mein Zeuge im Haus des Opfers Zeitungen verkauft. Holen Sie bitte Herr Frank David in den Zeugenstand. Oh Gott, nein! Ach, der Mörder. Oder? Ist er das nicht? Ja, ich glaube schon. Herr Savid, Sie verkauften Zeitungsabonnements, stimmt das? Oh ja, ja. Zeitungen, klar, ja. Herr Savid, machen Sie Ihre Aussage. Bitte sagen Sie dem Gericht, was am Tag des Mordes geschehen haben. Was Sie am Tag des Mordes gesehen haben. Oh Mann. Zeugenaussage. Was? Zeugenaussage. Okay, jetzt kommt anscheinend der Spielmodus. Aussage. 3, 2, 1. Hä? Ja, klick mal.
Ja, ich ging ja von Tür zu Tür und verkaufte Abos, als ein Mann aus einer Wohnung floh. Es sah so aus, als hätte er es eilig, weil er die Tür nicht hinter sich zumachte. Das kam mir komisch vor und ich warf einen Blick in die Wohnung. Dann sah ich sie da liegen, eine Frau, reglos, tot. Ich bekam Angst, fing an zu zittern und traute mich nicht hineinzugehen. Ich wollte sofort die Polizei rufen. Aber das Telefon in der Wohnung funktionierte nicht. Ich ging in den nahegelegenen Park und fand dort ein öffentliches Telefon. Ich weiß noch, es war genau 1:03 Uhr. Der Mann, der wegrannte, war ohne Zweifel der Angeklagte dort drüben. Im Bartkraul. Larry, warum hast du nicht die Wahrheit gesagt? Ich kann dich gegen so eine Aussage nicht verteidigen. Übrigens, warum funktionierte das Telefon in der Wohnung des Opfers nicht? Euer Ehren, zum Zeitpunkt des Mordes gab es einen Stromausfall im Gebäude. Sollten Telefone nicht auch bei einem Stromausfall funktionieren? Augen aufreiß. Ja, euer Ehren. Aber manche schnurlose Telefone funktionieren eben nicht normal. Das Telefon, mit dem es Herr Savit probierte, war ein solches. Euer Ehren? Ich habe hier ein Protokoll des Stromausfalls zur Einsicht. Stromausfallprotokoll zur Gerichtsakte hinzugefügt. Ah ja. Nun, Herr Wright. Euer Ehren, ja. Sie können jetzt mit dem Kreuzfeuer beginnen. Was? Na gut, Wright, es ist soweit. Jetzt geht's ums Ganze. Mit Jürgen Drews. Was? Genau, was? Decken Sie auf, wo der Zeuge bei seiner Aussage gelogen hat. Auslage? Aufziehen? Was? Gelogen? Was? Ausziehen? Wer? Was? Verhör? Was? Ihr Mandant ist doch unschuldig, oder? Dann hat der Zeuge über seine Aussage gelogen. Oder ist Ihr Mandant doch schuldig? Wie kann ich das Gegenteil denn beweisen? Ist ja eine gute Frage. Sie haben es in der Hand. Suchen Sie bei den Beweisen. Vergleichen Sie die Aussage mit den Beweisen, die es gibt. Da muss es einen Widerspruch geben. Suchen Sie die Widersprüche zwischen Gerichtsakte und Zeugenaussage. Wenn Sie den entscheidenden Widerspruch gefunden haben, decken Sie ihn auf und stopfen Sie dem Zeugen damit den Mund! Können wir mal versuchen. Drücken Sie die Taste für die Gerichtsakte und decken Sie die Widersprüche auf. Ach, herrje. Okay, jetzt beginnt also erst das Spiel. Kreuzverhör! Dum dum da! Oh, ich ging vor die Tür zu Tür und verkaufte Abos, als ein Mann aus der Wohnung floh. Ausrufezeichen, 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 Ausrufezeichen. Anscheinend haben wir irgendwie 5 Leben oder so. Angreifen oder präsentieren? Hä? Ja, warte mal. Also es geht jetzt ja darum, er wiederholt nochmal jetzt seine Aussage. Da steht jetzt alles nochmal da links. Ja, das ist mir klar. So, und irgendwo muss er da jetzt gelogen haben. So, und wenn wir merken, dass er irgendwo gelogen hat, müssen wir wahrscheinlich auf Angreifen drücken. Tipp ich ab nochmal. Ja, das ist mir auch klar, aber woher sollen wir denn jetzt irgendwas wissen? Denn das durch die Beweise. Das ist ein Rätselspiel. Na, was du nicht sagst, wie soll ich denn jetzt da hinkommen? Zu den Beweisen. Jetzt geht das anscheinend noch nicht. Vielleicht präsentieren, was ist präsentieren? Anwaltsmarke. Niemand würde glauben, dass ich Anwalt bin, wenn ich das hier nicht dabei hätte. Das sind ja die Beweise. So, Sandys Autopsiebericht. Todesurzeit. Da war schon das Erste. Ich meine, er hatte gesagt, 13 Uhr war dieser Stromausfall, oder? Ja. So, und da steht jetzt Todeszeit 16 bis 17 Uhr. Ja, das ist mir auch gerade aufgefallen. Ja. Das heißt... Eine Statue des Denkers, sie ist ziemlich schwer. Das Opfer kam scheinbar am 30.07. aus Paris zurück, einen Tag vor dem Mord. In Frau Stones Haus gab es am Tag des Verbrechens von 12 bis 18 Uhr keinen Strom. Ja, da müssen wir nochmal gucken, wann er da an der Tür wohl war.
Hat irgendwas von 13 Uhr gesagt. So, aber hier, außer die präsentieren, hast du nicht... Nein! Was? Ach, damit... Ach so. Ja. Euer Ehren, diese Aussage widerspricht diesem Beweis. Meiner Marke. Was? Augen auf Reis. Ach ja, ich sehe ja keinerlei Widerspruch. Wie? Wirklich nicht? Ist ja ein Ding. Einspruch abgelehnt. Sehr gut. Denken Sie nach, bevor Sie Anschuldigungen erheben, Herr Wright. Ein Leben weg. Ups, das war wohl nichts. Ja, siehst du, jetzt wissen wir, wie das geht. Okay. Also weiter. Ja. Es sah so aus, als hätte der es eilig, weil er die Tür nicht hinter sich zumachte. Ja, da haben wir auch keine Informationen. Das kam ja komisch vor und ich warf einen Blick in die Wohnung. Können wir auch nichts gegen sagen. Dann sah ich sie da liegen, eine Frau, reglos, tot. Das dürfte auch stimmen. Ich bekam Angst, fing an zu zittern und traute mich nicht hereinzugehen. Kann man auch nichts gegen sagen. Wir haben keinen Zeugen, der gesehen hat, dass er das gemacht hat. Ja. Ich wollte sofort die Polizei rufen. Ja, das kann auch sein. Aber das Telefon in der Wohnung funktionierte nicht. Ja. Naja, stimmt auch. Ich ging in den nahegelegenen Park und fand dort ein öffentliches Telefon. Okay. Ich weiß noch, es war genau 13 Uhr. So, und jetzt präsentieren und jetzt gucken nach dem Todeszeitpunkt. Weil Strom ist okay, das kann sein. 13 Uhr ist Stromausfall. Aber da, guck, Todeszeitpunkt 16 bis 17 Uhr. Tadadada! Sie fanden die Leiche um 13 Uhr? Sind Sie sicher? Ach ja, es war 13 Uhr, ganz sicher. Offen gesagt, kann ich Ihnen das kaum glauben. Ihre Aussage steht ganz und gar im Widerspruch zum Autopsiebericht. Die Autopsie stellt eine Todeszeit von nach 16 Uhr fest. Es gab um 13 Uhr keine Leiche zu finden. Ha, wie erklären Sie diesen Zeitunterschied von 3 Stunden? Hey, Punkt, 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 Ausrufezeichen. Ach, da ist sie. Oh, ey. Einspruch. Das ist belanglos. Der Zeuge hat einfach die Uhrzeit vergessen. Nee. Nach dieser Aussage kann ich das nur schwer glauben. Herr Savit, warum waren Sie nicht sicher, dass Sie die Leiche um 13 Uhr gefunden haben? Mann, das ist wirklich eine gute Frage. Gute Arbeit, Wright. Zeit in Schwierigkeiten, ihn in Schwierigkeiten zu bringen. Das ist alles, was Sie tun müssen. Decken Sie Widersprüche auf. Das ist ja leicht. Jeder Lüge folgt eine weitere. Finden Sie eine und die ganze Geschichte fällt in sich zusammen. Jetzt lernen wir, wie man Richter wird. Oh, warten Sie, ich erinnere mich. Wollen Sie Ihre Aussage wiederholen? Nein. Was, schon wieder? Fundzeitpunkt. Okay. Oh, sehen Sie, als ich die Leiche fand, hörte ich die Uhrzeit. Meine Stimme sagte die Zeit an, sie kam wahrscheinlich vom Fernseher. Aber das Ganze war um 3 Stunden verschoben, stimmt's? Das Opfer muss wohl eine aufgezeichnete Sendung gesehen haben. Deshalb dachte ich, es sei 13 Uhr. Das Missverständnis tut mir furchtbar leid. Aber wenn Stromausfall war, konnte kein Fernseher gelaufen haben. Das haben wir auch gerade gedacht. Ich verstehe. Sie hörten eine Stimme, die in einem aufgezeichneten Programm in der Uhrzeit lief. Herr Wright, Sie können den Zeugen ins Kreuzverhör nehmen. Wright! Ja, hier? Sie wissen, was Sie zu tun haben. Ach, aufstehen. Ach ja, ich weiß. Aber hallo, ich meine, wie blöd müssen die sein? Die haben doch gerade eben gehört, so Stromausfall, wieso... Wieso müssen wir jetzt sagen, ey, da war ein Stromausfall? Ja, es ist halt, ne? Eine Stimme sagte die Zeit an. Sie kam wahrscheinlich vom Fernseher. Tja. Stromausfall. Genau. Einspruch! Einspruch! Warten Sie!
Die Anklage hat gesagt, es gab keinen... es gab einen Stromausfall, als die Leiche entdeckt wurde. Und dieses Protokoll beweist es. Ach, Punkt, 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 Ausrufezeichen. Ah, schon wieder. Sie hätten weder einen Fernseher noch ein Video hören können. Ach, okay. Die Verteidigung hatte recht. Haben Sie dafür eine Erklärung, Herr Savit? Oh nein, ich finde es auch höchst seltsam, wirklich. Warte, ich auch, ja, erinnere mich, ja, genau. Herr Savit, das Gericht hätte gerne von Anfang an eine wahrheitsgemäße Aussage. Diese ständigen Korrekturen schädigen Ihre Glaubwürdigkeit. Ach, außerdem wirken Sie ziemlich... Ach nee, außerdem wirken Sie ziemlich... Ach, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Es tut mir leid, euer Ehren. Das muss wohl noch der Schock vom Fund der Leiche sein. Schon gut, Herr Savit. Dann wiederholen Sie bitte Ihre Aussage noch einmal. Oh. Die unendliche Geschichte. Die Uhrzeit hören. Oh, ich hatte die Uhrzeit nicht gehört, sondern gesehen. Auf dem Tisch stand doch eine Uhr, nicht wahr? Ja, die Mordwaffe. Der Mörder hat damit das Opfer erschlagen. Die muss ich gesehen haben. Noch, das war eine schwere Statue. Stimmt. Sie haben die Uhr gesehen? Das würde es erklären. Hatschi, die Verteidigung darf den Zeugen ins Kreuzfeuer nehmen. Schon wieder. Oh, gern. Die Uhrzeit hören. Was für ein Deutsch. Ich habe die Uhrzeit nicht gehört, sondern gesehen. Auf dem Tisch stand doch eine Uhr, nicht wahr? Ja, die Mordwaffe. Der Mörder hat ihr damit das Opfer erschlagen. Babam. Wir präsentieren die Mordwaffe. Einspruch! Warten Sie noch einen Moment, aber nur einen. Busch. Die Mordwaffe war keine Uhr, sondern eine Statue. Oder sieht das hier etwa nach einer Uhr aus? Was? Sie mit Ihren Einsprüchen und Beweisen, für wen halten Sie dich? Beantworten Sie einfach meine Frage, Herr Savit. Hey, ich hab Sie doch gesehen. Das ist eine Uhr. Euer Ehren dürfte ich... Ja, Herr Payne? Wie der Zeuge bereits sagte, ist diese Statue eine Uhr. Am Genick ist ein Knopf. Drückt man ihn, hört man eine Zeitansage. Da sie nicht wie eine Uhr aussieht, habe ich sie bereits als Statue vorgelegt. Mein Fehler. Hängt er mit ihm unter einer Decke? Ah, ich verstehe. Die sind entlassen. Ja, es ist der Rechtsanwalt, ne? Die Mordwaffe war also eine Tischuhr. Nun, Herr Wright, es scheint, als hätte der Zeuge die Wahrheit gesagt. Was? Das ist eine Uhr, das kann ich mir kaum vorstellen. Haben Sie noch irgendwelche Einwände gegen diese Aussage? Ja? Tja, aber was? Was willst du jetzt noch dagegen sagen? Ja. Moment. Das ist natürlich jetzt ein bisschen doof, weil ich das schon mal gespielt habe. Aber tja. Ich meine, dass das so war, weil sie ja vorher in Paris war und da eine andere Uhrzeit ist, sie die Uhr auch umgestellt hat. Also ja. Ich weiß nicht, ob man das jetzt schon machen musste oder... Weiß ich nicht, wir probieren es einfach mal. Euer Ehren, das ist ein riesiger Widerspruch in der Aussage des Zeugen. Er hätte nur wissen können, dass es eine Uhr ist, hätte er sie in der Hand gehalten. Aber der Zeuge hat ausgesagt, dass er die Wohnung niemals betreten hat. Ein eindeutiger Widerspruch. In der Tat. Das wusste ich nicht. Ich bin ja nur der Richter. Der Zeuge wusste, dass es sich um eine Uhr handelte, weil er... die Wohnung betreten hat. Sie lügen! Sie waren am Tag des Mordes in der Wohnung. Nein, oh, beweisen Sie es! Oh, beweisen Sie, dass ich drin war! Ich beweise noch viel mehr. Oh ja. Ich beweise, dass ich einen Riesenkol... Ich beweise, dass Sie ermordet haben.
Sie haben sie mit der Uhr erschlagen und dadurch wurde die Ansage ausgelöst. Das war es, was Sie gehört haben. Busch. Ruhe im Gerichtssaal. Interessant, fahren Sie fort, Herr Wright. Ja, euer Ehren. Herr Savitz. Die Ansage muss Ihnen ziemlich unter die Haut gegangen sein. Verständlich, denn die Mordwaffe sprach, als sie auf das Opfer einschlugen. Die Stimme hat sich in ihr Gedächtnis eingebrannt. Darum waren sie sich auch so sicher über die Uhrzeit. Einspruch! Einspruch! Was soll das heißen? Das sind doch bloß blanke Vermutungen. Blank? Ich zieh gleich blank. Dann sehen Sie sich doch das Gesicht des Zeugen an. Würde der Zeuge das bitte erklären? Haben Sie das Opfer mit der Uhr geschlagen? Ich. Dieser Tag, ich, niemals. Sehen Sie, ich, die Uhr, ich hörte, nein, ich meinte Sie, ich, also, ich weiß gar nicht, sagen. Igitt. Klappe, 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 ich hasse Sie. Er war's, ich weiß es, ich habe ihn gesehen. Er hat Sie umgebracht und er soll brennen, ja. Brennen, fordern Sie ihn zum Tode. Blusch. Ruhe. Ich sagte, Ruhe im Gerichtssaal. Euer Ehren, ein Moment bitte. Aber was dieser Moment zu bedeuten hat, erfahren wir erst morgen. Für die Anschuldigung der Verteidigung gibt es keinerlei Beweise. Und die keinerlei Beweise, ja, ich muss jetzt erstmal meine Stimme schonen, Freunde. Erstmal runterkommen. Erstmal runterkommen, genau. Bis morgen, NRW bei 18. Adieu. Und ciao.